Guten Morgen, ich könnte kotzen. Ich habe nachgeprüft, wie die Aufnahmen und so beim Verarbeiten und sowas sind. Und auch wenn es jetzt nicht mehr ruckelt und alles gut aufnimmt, gibt es extreme Bildstörungen. Und ich habe keine Ahnung, warum. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Es ist ein bisschen. Ich stell mir gerade so mein Leben so als Bilderbuch vor. Ich probiere irgendwas und dann denke ich, oh, das macht mir Spaß. Und dann Gott sagt dann so, hä, das mache ich mir kaputt. Und dann höre ich auf damit. Und dann suche ich mir was Neues. Und dann, wie so ein kleines Arschloch-Mob-Teil, macht mir das. Weiß nicht, weil es echt schwer ist, Let's Player zu bleiben. Wenn das so. Ja, okay, ich werde mich drum kümmern. Wenn jetzt noch Probleme sind und sowas, dann tut's mir leid. Ich hoffe, ich bekomme das noch weg. Mir ist gerade aufgefallen, das ist natürlich jetzt ein Problem, dass alles immer wieder kommt. Das heißt, die Tomaten hier, die kann ich nochmal holen, das ist kein Problem. Aber unten, na, das werde ich einfach alle weghauen. Das soll, es gibt extra Punkte. Ich habe keine Ahnung, ob das extra Punkte gibt, aber hier oben wäre es natürlich einfacher. Aber wir haben noch nicht, wir brauchen noch drei weitere. Das heißt, ich könnte hier oben schon mal dieses Asparagus oder sowas anfangen. Jo, warum eigentlich nicht? Weil wir brauchen jetzt nur noch. Wir können nach unten gucken. Ja, wie Melonen. Das heißt Korn. Und die Blumen. Aber trotzdem muss ich die gießen. Nein, nein, erst gucken und dann gießen, weil sonst habe ich umsonst gegossen dreimal und das wäre langweilig für euch. Weil, seht ihr, wir haben nämlich jetzt 42. Ah ja, weil in der Mitte meiner fehlt, ne? Das heißt, erstmal noch gießen. Weil wir brauchen noch Korn und die anderen Sachen. Hab voll nicht dran gedacht. Egal. Dürfte dann 2 Tage oder so dauern. Ja, nee, ich muss gucken. Ich muss nämlich jetzt auch gucken, wie das dann ist mit anderen Sachen, die ich aufnehme. Ich hoffe, das ist. Nee, ich habe ja jetzt erst alles geändert. Das heißt, das mit den Bildfehlern muss gekommen sein, nachdem ich das Problem gelöst habe mit dem anderen. Am Ende kommt es darauf hinaus, was ist besser? Was ist weniger nervtötend? Oh mein Gott, das kann auch nicht wahr sein. Ganz ruhig. Weißt du nicht, man soll bis 10 zählen bei solchen Sachen? Machen wir doch mal. Komm, wir zählen jetzt zusammen bis 10. Vielleicht ist das die Lösung aller Probleme und macht uns so ein bisschen gefeit für den Stress des Lebens. Machen wir zusammen jetzt. Fangen wir bei 1 an, ne? Das macht man meistens, wenn man bis 10 zählt. Okay, bei 3 fangen wir mit 1 an zu zählen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Irgendwie bin ich immer noch sehr sauer. Aber ich kann es eher jetzt. Mein Gott, passiert halt. Soll ich euch einen Witz erzählen? Ich weiß nicht, ob ich den ja schon erzählt habe. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich erzähle ihn einfach nochmal, weil ihr habt ihn bestimmt auch vergessen, wenn ich ihn erzählt habe. Ein Hahn, ne? Ist so alt und er soll langsam ersetzt werden. Und die Bäuerin ist da total ernst, weil sie braucht ja die Eier und sowas gut. Und bin ich durch schon mit dem Tag? What the fuck? Draußen wird wieder geschrien und Ende. Und sie geht dann los zum Markt und holt sich einen richtig jungen, potenten, gerade hier aus der gerade geschlechtsreif. Mein Gott, draußen rufen sie. Wenn sie etwas versteht, sagt, warte mal kurz. Hört sich nach besoffen an. Also irgendwas anschreien. Und dann, habe ich was vergessen? War im Sommer irgendwas? Ich muss ganz kurz auf meine rote Liste gucken. Nein, im Winter erst.
Und holt sich einen ganz Jungstecherhahn. Und dann kommt er da an und ist voll hier am rumgockieren und zeigen, was er so hat. Und der alte Hahn sagt dann so, oh, verdammt, ja, ich verstehe, ich könnte dich eh nicht besiegen und so. Aber ich habe da eine Henne, die kenne ich schon sehr, sehr lange und wir mögen uns sehr. Könnte ich denn wenigstens die haben? Und dann sagt der junge Hahn so, ne, wenn, dann nehme ich alle Hennen. So richtig jeden Tag. Und what? 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 Und dann sagt er, ach man, okay, eine Sache, ich habe doch noch was. Wir können es ja so machen, wir machen ein Wettrennen bis zum Ausgang und also bis zum Eingang des Hofes und du lässt mir 2 Sekunden Vorsprung, weil ich sehr alt bin und wenn ich es schaffe, dich zu schlagen, dann behalte ich meine beste Henne und du darfst alle anderen haben. Ansonsten werde ich mich in die Ecke verziehen und sterben. Und dann sagt der junge Hahn, weil er total selbstbewusst ist und sowas und denkt, das wird er eh schaffen. Ja, klar. Und der Alte läuft also raus. Der junge Hahn total selbstbewusst nach 2 Sekunden hinterher. Direkt schnurstracks auf den Eingang, Ausgang, wie man auch immer sagt, los. Und plötzlich knallt es und er fällt tot um. Und man sieht dann nur die Bäuerin mit einem Gewehr in der Hand und schüttelt mit dem Kopf und sagt, oh mein Gott, das ist in diesem Monat schon der 3. schwule Hahn. Lol, 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 ne, ich weiß, ich bin schlecht im Witze erzählen. Das kommt aber daher, dass ich hier gleichzeitig mich konzentrieren muss. So, wir haben 84. Das heißt, es reicht, wenn wir noch 2 haben. Wir können also alle anderen schon mal weghacken. Ich hoffe, der Boden ist dann immer noch hier voll. Ich weiß es aber nicht. 2 Stück brauchen wir noch, ne? Jo. Weil wir machen mich hier. Das brauchen wir so selten. Pfiuh. Yay! Alles ist noch da. Das ist schön. Und wir haben es ja, ne? Wir haben es ja. Ah ne, wir haben gerade auch Gras damit gemacht. Ich Idiot. Warte kurz. Was war das denn da draußen? Ich glaube, da hat jemand den Zigarettenautomaten vergewaltigt. Naja. Wie seht ihr das eigentlich? Haben junge Leute mehr Rechte als ältere Leute? Ein 20-Jähriger losgeht und alle vögelt oder so ein 50-Jähriger eine 20-Jährige bekommt und dann wird sie total blöd angeguckt. Aber hat der 50-Jährige nicht noch das Recht darauf, wenn er eine abbekommt? Oder überhaupt das Recht auf sexuelle Wünsche? Just saying. So, Korn, schaffen wir das da noch? Das ist eigentlich vollkommen egal, wir müssen ja einfach nur machen. Wieso habe ich mir eigentlich diese hiervon so viel gekauft? Ah, weil ich dachte, sie kann nur einmal geerntet werden, weil ich ein Idiot bin. Naja, ist egal. Naja, ich hätte mir die ersten 3 auch mal holen sollen. Dann hätten wir alles voll machen können. Ah, schade. Naja, was soll's. Also Korn oder hier unten. Moonlight Seeds. Ich denke mal, Korn machen wir unten. Machen wir Moonlight Seeds hier oben, oder? Ist eigentlich vollkommen egal. Wir müssen hier unten sowieso. Ist egal. Und das hier. Nee, ich finde das mal heftig, weil ich habe schon, als ich, das habe ich mitbekommen, als ich Jugendlicher war und ob es nun in der Gesellschaft war oder im Internet, das war dann immer so, natürlich, die haben mit mir darüber geredet, so, weil ich ja auch in dem Alter war. Ich habe immer mal gedacht, denkt ihr nie darüber nach, dass ihr auch in das Alter kommt? Und wenn ich mal irgendwann 50 bin, dann möchte ich nicht, mich zurückhalten müssen, nur weil mit dem Spruch, ja, die Welt ist für die Jungen. Hä? Ist das nicht unfair? Ich meine, zumal ich sowieso nicht so viel von meiner Kindheit hatte. Stimmt, wie ist das? Wenn jemand gute Kindheit hat und viel Kindheit und viel Geld und viel erlebt hat, hat er weniger verdient am Ende des Lebens und andersrum? Ich meine, hat man ein bestimmtes Maß im Leben, dass man, wenn es voll ist, nicht mehr weiter
machen darf. Das ist doch scheiße. Oh, ich habe vergessen zu verkaufen. Bevor ich da jetzt reingehe. Gucken wir mal die Nase an. Ich finde das unfair und diskriminierend. Da, 99 Mayonnaise. Dann können wir nämlich jetzt mal gucken, ob die drüben Mayonnaise haben wollen. Nein, das Leben ist unfair. Aber wenn jemand, sagen wir immer Pech hatte oder Scheiße war oder was auch immer, oder auch Glück hatte, aber dann später sich anstrengt und sagt, ey, ich habe noch jemanden gefunden, den ich liebe. Oh, ich habe noch was gefunden, arbeitstechnisch, was mir Spaß macht. Ja, ist doch schön. Freut mich für euch. Was soll ich jetzt? Ja, ein Job. Oh, jetzt laufe ich hier noch rein. Wisst ihr was? Im nächsten Part gehen wir ins Theater. Einfach habe ich jetzt Bock drauf. Hallo, ich möchte keinen Job. Und ich möchte... Ich glaube, ich mache das gar nicht, diese Jobs. Dann wiederum Sneeds zu verkaufen, ist auch dumm. Gebt mir Mayonnaise. Ich habe Mayonnaise, 99 Stück. Nein. Mano. Diese voll... Wer hat das gemacht hier? King of Lake, nein, ich werde den nicht machen. Nein, den Cheat werde ich nicht machen. Ich habe das nur mal gemacht, damit ich die ganzen Punkte bekomme. Und ich habe gehofft, ändern sich vielleicht ein bisschen die Jobs. No. No. Nein. Verkaufe ich halt Mayonnaise so. Aber wenn wir hier schon mal hier sind, können wir gucken, ob eine Kuh hier noch... Yay, wir können eine Whale. Kann unsere nächste Ranking-Kuh werden. Das ist doch schön. Ja, ja. Und hier. Haben alle schon gewonnen. Haben sie aber nicht richtig hingeschrieben. Was ziemlich peinlich ist. Und Whale. Ja, die ideale Kuh. Das freut mich. Okay, dann verkaufen wir jetzt Mayonnaise so. Who cares? So, nee, ich würde mal eure Meinung dazu wissen. Weil mir graut es ein bisschen davor, alt zu werden. Die alte Leute werden nur... es wird sich nur lustig gemacht über alte Leute. Und die werden nur schlecht gemacht. Und dann denke ich mal, natürlich, ich verstehe das. Warum? Aber dann wiederum, wenn ich alt bin, möchte ich nicht abgestoßen werden und so eklig gefunden und dass alle mich nervtötend finden und sowas. Aber ich möchte auch nicht Opa werden dafür. Weil ich will keine Kinder. Also so gesehen kann ich nicht Opa werden, um dann wenigstens ein paar Menschen zu haben, die mich mögen, weil ich ihnen Geschenke mache. Das ist doch doof. Ich habe auch fast vergessen, was ich wollte. Naja. Bloß die meisten können nicht erklären, warum sie alte Leute nicht gut finden. Ich mag es immer, wenn alte Leute noch so richtig fit sind und noch Sport machen und noch losgehen und Party und alles auf sich aufpassen, aber noch alles machen. Das finde ich super. So, 99. 297.000. Kann ich überhaupt so viel tragen? Nee, das sind 29.000. Ich habe falsch gerade geguckt. Oh mein Gott. 29.000. Oh mein Gott, habe ich falsch geguckt. 30.000 einfach mal dafür. Wow. Das ist ja mal... Wir haben eh nur noch 8.000. Puh. Wir gehen jetzt da zuerst rein. Sarah ist nämlich überall. Oh yeah, Sarah. Na, was hast du? Hä? Hat sie gerade gesagt 6? Achso, junge Kuh. Wir haben eine junge Kuh. Achso, natürlich. Und zwei, die nicht. Ja, ja, schon gut. Mein Gott, wir haben noch eine junge Kuh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was für ein Scheiß. Vielleicht schaffen wir es ja mit den... Warum bist du eigentlich noch nicht golden? Nein. Das weiß ich nicht. Hier vorne ist ein Tier, das noch nicht golden ist. Das finde ich ein bisschen sehr seltsam. Da. Fourth. Egal. So, wo war ich jetzt? Oh mein Gott, ich bin total draußen. Also, ich bin total verwirrt.
Ihr seid schuld. Stardust Flower wieder. Weil wir geben unserer besten Freundin ja gerne Blumen. Das macht man so zwischen. Bla, bla. Ah, wie schön. Du gibst mir jeden Tag das gleiche Geschenk. Deshalb sage ich auch jeden Tag das gleiche. So, okay, das war's auch wieder hierfür. Würde ich mal sagen. Oh Mann. Haben wir überhaupt irgendwas geschafft in diesem Teil? Ach, freut euch einfach auf den nächsten Teil. Da gehen wir ins Theater. Ich bin schon gespannt und ich hoffe, ich kann mit meiner Verpeiltheit und Blackouts, was ich gerade habe, ein bisschen trotzdem noch übersetzen. Oh mein Gott. Eigentlich müsste ich hier... Ja, ich zeig euch das mal jetzt gerade hier. Ich mach's über mein Gehirn so. Oh, Gehirn. Das heißt, die Frauen, ihr könnt jetzt abschalten, weil ich werde es über unsere Gehirne, das habt ihr ja nicht, ich guck mal das ganze, den Blatt an. Da habe ich zum Beispiel hier oben die Themen rechts, wie genannt werden wollte, was wir noch zu tun hatten. Dann gibt es hier die ganzen Fische unten, dann hier oben Verkaufssender, dann in Rot habe ich geschrieben, auf welche Daten ich achten muss, dann hier zum Beispiel die Themen, wo ich Pro finden muss, dann zum Beispiel, was ich noch fangen muss und so weiter und so weiter. Brigitte ist hier auch, alles auf einer Seite, weil ich zu dumm bin und gedacht habe, ach nee, zwei Seiten braucht nicht. Ist ja nur ein College-Blog. Ja, so ein Idiot. Was hast du gesagt? Gar nichts. Schizophrenie. Immer wieder spaßig. Ich guck mal, ob es jetzt auch wieder Fehler gab. Bei dem Spiel ja nicht so schlimm. Nur wenn diese Fehler woanders sind, das wäre richtig scheiße. Wenn zum Beispiel ich ein Super Nintendo spiele, weil da ist es schon wieder ein bisschen ärgerlicher, muss ich sagen. Mal schauen. Bis dann und gute Nacht. Ciao.